Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video zur Campi Flegre. Wir haben den 31.08.2024. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir werden uns in diesem Video ein wenig über die Flegreischen Felder unterhalten und unter anderem auch über das gestrige Erdbeben, welches sich gegen 19.23 Uhr bei Bagnoli ereignete. Und zwar hatten wir hier wieder ein stärkeres Erdbeben der Magnitude 3,7 und das Ganze fand in einer ungefähren Tiefe von 2,4 Kilometern statt. Das heißt, wir sind hier wieder im Bereich unter des hydrothermalen Systems und auch in dem Bereich, wo sich die meisten stärkeren Erdbebenherde befanden. Ja, die waren alle immer so zwischen 2 und 3 Kilometern Tiefe. Unter anderem ist der Stadtteil Bagnoli, also die Stadt Bagnoli, nicht selten von stärkeren Magnituden in diesem Jahr betroffen gewesen. Allein im Juni und Juli hatten wir ebenfalls schon eine Magnitude von 3,7 in ungefähr gleicher Tiefe gehabt und auch ein Erdbeben der Magnitude 3,6 in auch ungefährer Tiefe, in gleicher Tiefe. Und jetzt müssen wir das ganze Ding erstmal genauestens beobachten, denn die Erdbeben scheinen ja so in den letzten 10, 11, 12 Tagen etwas abgenommen zu haben. Im Allgemeinen die Seismizität und auch die vulkanische Aktivität steht ja im Raum, dass die jetzt aktuell auch auf ein geringeres Niveau fährt. Doch was das Ganze jetzt genau auf sich hat, wissen wir nicht. Aber die Flegreischen Felder sind für solche Prozesse bekannt. Das heißt, wenn auch die Bodenhebung, so wie jetzt aktuell, scheinbar nachlässt, ja, weil so augenscheinlich sieht es jetzt laut den Daten vom INGV so aus, dass die Bodenhebung sich wieder halbiert. Das heißt, wir sind dann monatlich bei ungefähr 10 mm plus 3 minus 3 mm dann wieder. Ja, das heißt, wir haben dann hier vielleicht mal nur 7 mm Bodenhebung. Könnte aber auch mal sein, dass wir hier 13 mm Bodenhebung haben. Und jetzt in den letzten Monaten manifestierte sich die Bodenhebung in einem Bereich von ungefähr 20 mm pro Monat. Plus minus 3 mm. Immer sehr leicht abweichend. Und wir werden uns jetzt hier genauestens in diese ganze Thematik reinarbeiten müssen, denn ich kann euch keine genauen Vorhersagen treffen. Es ist ein komplexes vulkanisches System und da steckt man einfach nur mal nicht drinne. Das heißt, Fragen zu beantworten zu diesem Thema. Ey Patrick, wie geht das da jetzt weiter? Kann man nicht genau. Es geht einfach nicht. Ja? Oder Rambo, was sagst du dazu? Ja, ne, dasselbe. So, und jetzt ist das Problem, das habe ich euch in meinen vergangenen Updates auch schon erwähnt, dass die Erdbeben jetzt scheinbar das größere Problem im Bereich der Flegreischen Felder werden als ein vielleicht kurz bevorstehender Vulkanausbruch. Und das hat auch gute Gründe. Ne? Die Erdbeben, die Magnituden an sich, die werden jetzt immer stärker. Wir haben Magnituden viele über 3, wir haben jetzt schon einige über Magnitude 4 sogar dabei gehabt. Und die Häuser, die sind jetzt schon vorgeschädigt aufgrund der Erdbebenwellen, die sich dort verteilen. Und da kann es dann halt passieren, dass die Häuser immer instabiler werden. Zumal die Häuser auch im Bereich Pozzuoli, Bagnoli nicht so stabil aussehen. Ja, das heißt, es kommen immer mehr neue Risse und dann braucht man demnächst wahrscheinlich auch nicht mehr so starke Magnituden, um Häuser vielleicht auch mal zu einem Einsturz zu bringen. Ja, das heißt, wir müssen jetzt nicht unbedingt Erdbeben bekommen, die jetzt im Magnituden 5er Bereich liegen oder vielleicht nochmal im 4er Bereich. Da würde es wahrscheinlich sogar schon ausreichen, wenn wir hier weitere Magnituden über 3 haben. Ja, und dass solche Häuser dann immer instabiler werden und tatsächlich zusammenstürzen. Es ist halt nun mal so. Und die Flegreischen Felder lassen sich jetzt nicht so genau voraussagen, ob es da in der nächsten Zeit zu einem Vulkanausbruch kommt, weil es halt nun mal ein bekannter Prozess ist. Auch, dass die Bodenhebung etwas nachlässt, auch die Seismizität, die vulkanische Aktivität im Allgemeinen. Und jetzt sieht es halt aber nun mal so aus, ich vermute es, dass nach dieser niedrigeren Phase der Seismizität und der vulkanischen Aktivität auch der Bodenhebung, dass die Zunahme der Bodenhebung danach schon vielleicht garantiert ist. Ja, das heißt, wir kriegen dann wieder einen steileren Anstieg. Ihr habt ja in meinem gestrigen Update auch die Daten vom INGV gesehen, ne, wo die Erdbeben aufgelistet sind und die Bodenhebung. Und die Bodenhebung, die Kurve davon hat seit 2005, wo der Brady Seismus begonnen hat und sich seit 2011 beschleunigt hat, ist die Kurve immer steiler nach oben gegangen. Ja, und kurz davor waren immer Phasen gewesen, wo die vulkanische und seismische Aktivität etwas abgenommen hat und die Bodenhebung. Ja, und danach ist das immer steiler geworden, das Ding. Und so könnte es jetzt tatsächlich auch passieren, dass es in der nächsten Zeit wieder passieren wird. Das heißt, dass die Bodenhebung sich eventuell auch beschleunigen könnte, weil wir diesen Prozess bei den Flegreischen Feldern kennen. Er ist bekannt.
Ja, und es kann natürlich auch sein, einige von euch vermuten es ja, dass die Inflationsphase jetzt erstmal vorbei ist und dass wir jetzt erstmal wieder in eine Deflationsphase geraten. Aber da sehe ich momentan noch nicht so die Anzeichen für. Ja, das sieht ein wenig anders aus. Da komme ich aber in einem weiteren Video mal drauf zu sprechen, wie sich das Ganze genau verhält, dass die Seismizität, die Bodenhebung alles im Allgemeinen nachlässt. Und jetzt müssen wir erstmal abwarten. Also ihr habt jetzt heute gemerkt, das ist kein aufwendiges Video jetzt von mir gewesen. Ich war jetzt hier mit meinem kleinen Schatz unterwegs und ich habe mir gedacht, nimmst du jetzt auch mal ein Video wieder von draußen auf, zeigst den Leuten ein bisschen dein Gesicht. Und ich bin nicht an den Phlegräischen Feldern unterwegs, sondern ich bin bei den Kölner Feldern, wie ihr hier erkennen könnt. Ja, ist jetzt schon alles abgemäht worden hier. So, das Brot muss ja gebacken werden, ne? So, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr das kurze Video bis hierhin geschaut habt. Ich möchte das Video nicht unnötig jetzt in die Länge ziehen. Ja, es gibt halt nun mal nicht mehr dazu zu erzählen, auch aufgrund meiner vergangenen Updates. Schon vieles gesagt worden. Ihr dürft mich gerne, wenn ihr mich und meine Arbeit mit den Vulkanen noch nicht kennt, gerne für euch kostenlos abonnieren. Ihr dürft mir auch gerne eine kostenpflichtige Kanalmitgliedschaft dalassen. Ich habe dort 3 Stufen erstellt, einmal von 99 Cent rauf bis 4,99 €. Das bleibt euch letztendlich überlassen, inwiefern ihr mich da unterstützen wollt. Und ihr dürft auch gerne die Seiten meiner Partner abonnieren. Einmal den lieben Sven von Vulkantastisch und einmal den lieben Patrick von Apocalyptic Science. Das würde sie auch sehr freuen. Und ihr dürft natürlich auch die Seite von Marc Seglert besuchen. Meine Infoseite vulkane.net. Da bleibt ihr zu diesem Thema auch immer auf dem aktuellsten Stand. Und auch zum Thema anderer Naturphänomene. Ne, auch Naturkatastrophen, Hochwasser und Erdbeben. Da bleibt ihr rundum top immer auf dem aktuellsten Stand. So, und ich gehe jetzt noch ein wenig mit dem Rambo spazieren. Ne, ja, wir haben jetzt ein schönes Päuschen gemacht, mein Schatz, ne? Ja, sag mal tschüss deinen Zuschauern. Ich bin raus an der Stelle, macht es gut. Euer Rambo und Patrick von Lydon Produktion. Auf Wiedersehen.